Pilz? Nee, leider nicht. Entschuldigung, Erfahrungsschatz. Wie du drehst über Rolf, über den Platz. Das sicher? Solo. Solo, den Hang runter! Alle Flügelspitze dran! Boah, das ist mal richtig what the fuck. Komm, ja, komm! Ab geht die Luzi! Zieh die Bremse, Robson. Ja, hab gebremst. Boah, mit dem Bomben dran ist das ja Robson irre. Mir. Das ist ja kriminell. Das ist geil, das hat Radar 09. Ja. Wir drehen immer noch über den Platz. Hola, Solo! Solo, hey! Fahrt die Klappen aus dem Start, ne, wenn ihr Hang runter geht. Das ist Alter, das geht auch ohne Klappen. Ja, alles was ihr in Auftrieb habt, rettet euch den Leben. Ja, Rai, du hast ja die 250er mit. Ja. Oh, ich auch. War doch frei. Ich dachte, wegen Bombenschloss nimmst du lieber die 450er. Nee, Bombenschloss für die 450er ist aerodynamisch ungünstiger. Wir drehen ab Richtung Ziel. Das dachte ich, wäre andersrum. Ja. Nee. Weil das ETC 500 ist aerodynamischer und kleiner und leichter als das ETC 50. Feinfrei, oder Pitch. Macht doch Sinn eigentlich, gell, dass so vier. Das ETC 50 Haken. Ist ja ewig groß. Dadurch, dass es ja vier Bomben und nicht nur eine schleppen muss. Ja, cool, dann weiß ich das jetzt mal, das ist ja gut. Die ist bald dran, mittelnahe Entfernung. Meldet uns bitte, wen sie angeht. Weniger als Kurft herum, hat anscheinend euch gesehen. Ja, dreht auf uns rein. Sehr gut. Ja, Bus drücken leicht bis auf 3000 Meter. Guter Plan, guter Plan. Schieß mal auf sie. Kontakt auf 12 Uhr, genau. Aber noch weiter weg. Frage: Bomben mehr? Bomben mehr. Bomben mehr. Bomben mehr. Bomben mehr. Der Kontakt kommt jetzt auf der 12 Uhr. Hast du was getroffen, Kugel? Wie du auf der 5 vor. Der geht da unten. Ja. Dann kommen wir fliegen weiter. Kontakt 11 bis 12 erhöht. Kommt schnell näher. Ich hab keine Ziele und ich sehe nichts. Keine Kontakte. Hurricane, oder? Ja, zumindest auf jeden Fall Feindmaschine. Ja, Feindmaschine definitiv. Stürzt runter gleich, aufpassen. Die Spit folgt uns wieder. Ist das Spit, stürzt runter. Kann keine Ziele ausmachen. Okay, die Schiffe. Schiff geht rein. Halb ja. Eins, wie du. Halb eins habe ich Kontakte. Siehst du es? Ja, da sind sie. Halb eins. Eine Spit ist doch inzwischen drin. Kann das sein? Schiffe. Ja, Victor. Nee, nicht an der Küstenlinie. Bei Deal. Küstenlinie bei Deal. Und dann Lisa aufpassen, Spit. Ja. Spit geht über Lisa. Eine Spit geht drauf wieder. Geht über Lisa raus. Das ist eine Flakstellung. Ah, shit, das ist meine Position. Hängt sich an dich. Ich bin dran, aber ich weiß nicht, ob ich rankomme. Ich gehe nach unten weg, Junge. Ansehat, bist du in der Formation? Ich sehe da eine Bunkeranlage direkt bei Deal. Das glaube ich nicht. Ja, die sehe ich auch. Das meine ich. Das ist doch das, oder? Ich glaube, oder? Ansehat, hörst du mich? Ansehat? Ich bin nicht dabei. Wir gehen sonst einfach beschreiben, wo die Ziele sind. Stimmt das? Ruhe kurz im Funk, Hansi hat wo? Irgendwo direkt an der Küste, also die sind, stehen oben auf den Klippen irgendwo. Gut, dann sind es nicht. Da gehen wir auf die Schiffe oder was machen wir? Das wir gehen auf die Schiffe. Auf die Schiffe. Vier Schiffe für alle Jabos, okay. Ja, halte die Bomben auf, danach können wir immer noch genug machen. Jo. Es gehen zuerst die mit. Gehen zuerst die mit 250 Kilo Bomben. Victor, also, dann nehme ich mir das westlichste Schiff. Den Bahnhof natürlich, ich such mal die Ziele in der Zeit, wenn ihr angreift, ja? Victor, spreche ich jetzt an. Dann nehme ich das östlichste. Ui, hier ist jede Menge Flak, direkt an der Küste. Wie du, ja, ganz im Norden, am dichtesten am Ransgate, das Schiff. Ich nehme das westlichste, das an der Flussmündung. Ja, Balthasar nimmt das östlichste. Nehme ich das in der Mitte, weil es das nächste zu uns ist. Ich nehme das weitwestlichste. Oh, eine ist schon frei, wie es aussieht. Ja, Schiffe im Hafen brennen. Ja. Bestätigt, eins brennt. Eins brennt. Nicht bitte noch trotzdem Bomben drauf werfen. Nimm das Unbeschädigte im Hafen. Längs Spitfire im Hafen. Ich werfe eine. Wirklich viel an der Küste fliegt auch auf Bremsgate. Die fange ich ab. Hallo, vielleicht fünf. Da kommt eine Spit ganz weit rein. Ah, Bombe noch weit weg. Scheiße. Bombe raus. Nochmal Frage, was ist das Ziel? Wir waren gerade im Luftkampf. Rams Schiffe. Im Hafen. Jetzt hat keiner auf das Schiff im Hafen geschmissen. Ja, also werf ich mal drauf. Wie du schmeißt eine weite 6 hier. Ja, das brennt doch schon. Meine Bombe hat gesessen, Schiff ist. Geht in Flammen gerade auf. Stil, Ricardo! Oh, Horredo. Das
Frage jetzt vorne hier raus. Ramsgate Hafen? Ja. Victor. Wieder Bomben raus. Feuer auf Hallo 10 zwischen Brems, sammeln, Schiffen und Biel. Südöstlich bitte sammeln. Vom Hafen. Hallo 20. Victor. Vollast raus. Ist das eine? Okay, passt. Alle weg. Video Treffer. Ja, Victor. 2-0. Paredo. Schiff im Hafen. Explodiert. Bendik, habt ihr noch ein bisschen Höhe? Wir haben Höhe, sind jetzt auf 2 bis 3000 Meter, waren im Luftkampf mit 2 Spitz. Halben Kilometer vor den Schiffen südlich, leicht nassen Fuß, ist eine Spitty. Ja, wir haben unsere Bomben noch dran, wir wollen noch zum Ziel. Brauchst du Hilfe, Dewey? Die Ziele brennen erstmal, halte die, wenn du kannst. Ja, ich könnte Hilfe brauchen. Quelle, Dewey? Hallo 15, immer noch einen halben Kilometer südlich. Der Schiffe. Sehe euch. Die schießt, wie, gell? Wie du wackelst. Du ziehst sie südlich raus, oder? Bei ja. Dir. Ich drehe hier nach Rolf. Wieder aufschließen. Ah, das wird ein Hand-on über Lisa, wenn es geht. Lass dir Zeit, kein Stress. Warum denn so eine Panik? Ah, ich sehe es auch. Hast du erwischt? Brauch aber auch einen Moment. Ja, mach doch keine Panik. Ruf dich doch erst in Ruhe ein. Jetzt bist du ewig wieder weg. Ja, sah zuerst aus. 109er sammeln sieht erst durch. Ich komme langsam ran. Ja, die Spitte auch. Uhr. Wo soll ich hin? Dann gehe ich kannst gleich. Kannst du leicht ich komme auch von der 9 Uhr ran, Robson. Lisa. An die Spit. Ja, okay, kommt dran. Ich gehe über Rolf, das hilft euch, glaube ich, mehr, gell? Ich komme jetzt auch ran. Ich werde queren. Er schießt. Ja, kein Problem, ich bin zu weit weg. Bendik, Kruger, ihr rammt euch bitte nicht 2 Uhr. Oh, ja, Vorsicht. Ihr rammt euch nicht weg, ihr fießt euch auch gerade weg. Wer ist nicht drin, wenn ihr der Fall hat? Okay, danke, bin frei. Komm doch mal hoch, Vorsicht. Der 109 abfliegen südöstlich, bitte zu mir kommen. Wackelt noch einmal. Wackle. Auf die rechte Schiffe, ja, Kruger, Treffer. Habt ihr ein Querruder weggeschossen? Hey, wie du hörst, bitte ja, ja. Wie du kennst von Lebano. Das ist noch 109 dahinter. 2 Kilometer. 2000. Er ist die zweite 109 dran. Ja, wie du kennst von Lebano. Schiff im Hafen. Sauber, ganz gut. Oh, guter Treffer, ja. Ich setz mich dahinter. Wie du kannst wieder einmal wackeln nochmal. Victor, haben wir noch Alternativziele? Schiffe sind alle zerstört, wie es aussieht. Kurz oder Rundfunk, Rolf? Also ich habe aufgeklärt. Rolf. Wir haben 2 Ziele bei Dover. Einmal direkt am Castle dran. AX235. Direkt am Kalender von Castle. Okay, Dover Castle. Ist aufgesprungen. Und dann haben wir einmal AX236, das ist direkt, wenn ihr weiterzieht. Dann lass uns doch mal sammeln, wir fahren und dann führt ihr uns zum Ziel. Hast du verstanden, Kruger, für links zurück nach Dover? Da ist noch ein LKW der an, dem der Wald, hat, an den Bäumen. Oh, no, der war gut. Der war super, Kruger, schöner Ruf. Oh. Ah, shit. Geh nochmal Bordwaffen auf die Zelte. Ich greife den nochmal den LKW an. Goda, positiv. Oh, die Zelte sind vernichtet. Ich schmeiß nochmal eine Bombe auf die LKWs. Goda geht rein, ja. Ich hab auch noch eine Bombe. Ich hab deine Speed bei mir. Wo bist du, Jack? Ich gebe die Führung Ziele wieder nicht ab. Wie du, Kind, du hast die Führung. Ich hab meinen Teil erledigt. Wir fliegen über die Ziele, die gerade bombardiert worden sind. Vorsicht, Bombe geht in 5 Sekunden hoch. Habe Bombe geht gleich hoch. Horido, das war's. Wie du, Kind, mein Teil erledigt, du hast die Führung. Abfliegen. Achtung, noch ein weiterer LKW am Baum. Ist doch vernichtet. Ist vernichtet, wir müssen Check helfen. Checkposition. Ich fliege gerade über die explodierende Bombe. Wasser, Speed. Dann zieht ihr zieht da. Hallo Null, wir lassen Fuß. Naja, andere 109 in Lisa hat jetzt 6. Dover und Folkestone. Victor, Bentwick, Attacante. 109 in Lisa am Deck hat 6. Jetzt gerade Ausflug, aufpassen. Hat gerade Treffer mitbekommen. Alles klar. Check, ich glaube, du bist frei, oder? Ja, ich bin frei. Ey, was das ist das? Spitfire über den Rauchsäulen, Hallo 1 im Rückenflug. Ich geh drauf. Weiterhin hast absolut du jetzt 209 direkt über den Klippen. 109,6. Draufgegeben. Victor. Auskämpfen. Wir waren jetzt nicht in Luftkampf, ich geh rein. Ich mach Höhe. Über den ich bin drin. Luftkampf. Bin hinter der Spit, die Kupft über Lisa. Kurz vor Schuss. Raus. Der Bahn schießt. Geht rein. Wie du machst hier. Hab's geschossen. Ich komm von oben rein. Der brennt. Schwarze Fahne. Ah, aber nur Flügelflächen. Ja. Nichts Schlimmes. Ich komm von oben reingestürzt. Ich geh rein. Der Bahn raus. Zwei Maschinen, Hallo 20. Draufgegeben. Achtung, Flieger, Hallo 10. Abflug 180. Motor ist tot von der Speedy. Zwei Kontakte, kommt zu euren Luftkampf. Hallo Abflug 10. 180. Feindmaschinen, zwei Feindmaschinen. Über Dover. Mit Kurs French Point. Positiv, Hallo 20 stürzen kommt euch. Hallo 20 Abflug 180. 180, Victor. Ach, verdammt. Liegt an. Einen konnte ich abdrängen.
Nochmal bitte, Dover, Hallo 20? Ja. Nee, Hallo 10? Hallo 15 mehr jetzt. Hallo 15 sind's. Eine habe ich abgedrängt, die andere sehe ich nicht mehr. Ich glaube, eine hängt hinter mir, ich komme zu euch. Ich glaube, zwei hängen hinter dir. Ne, die eine dreht jetzt weg. Naja, die folgen sich gegenseitig. Nochmal Frage, ziehen wir uns jetzt raus? Ja. Ja, Bentwick meldet 180. Da wird geschossen, Achtung. Ja, ich hab 6. Ah, shit. Abgasanlage. Ich sehe dich, glaube ich. Ich drück an, hinter mir wird schon geschossen. Ja, dann dreht doch mal auf 180, ihr kreist immer noch bei Doverhafen rum. Dui. Dass das Rausziehen immer so schwer ist. Danach bitte. Bentwick, steigst du? Ja. In deiner erwarteten 6. Video ist immer noch 6, gell? Ach, ja, da hängt aber eine 109 dahinter. Ich mache jetzt hier höher, wenn die anderen weiter verfolgt werden können, von oben reinschießen. Ich habe nur noch im Rottenflieger. Die zweite Speedy ist noch immer über Doverhafen, Hallo 10 ja. bis 15. Ja, lass mich. Wieder bis zweite drücken da. Vielen Dank. Ne, da hängt noch. Ne, da hängt. Ich komm, ich versuche hinten dran zu kommen. Bitte keine Falschmeldung. Da fast in die Hose gegangen. Da ist eine 109 hinter der Speedy, aber die schießt nicht oder ist zu weit weg. Ja, da bin ich drin. Ballern. Ich habe Notleistung. Ah, da kommt noch eine 109 reingestürzt. Ja, ich komme reingestürzt. Ich habe Abstand, ich bin eigentlich relativ sicher. Alles safe jetzt? Geht runter, dreht ab. Ja, geht noch ein paar Luftkämpfe Richtung Mittekanal von Dover aus. Ansonsten alles klar. Bist frei wie du. Alles klar, danke. Über eine Information bin ich auf deiner Rolf. Ja. 5 Uhr. Oh, ist bitte gefährlich hier. Bitte nicht alle auf eine Maschine, Jungs. Ja, ich jetzt abziehen. Drin. Abziehen. Wenn er nichts mehr hat. Ich gehe von oben auf die Speedy drauf. Eine Feindmaschine folgt noch auf Hallo 15, vielleicht so 2-3 Kilometer südlich von Dover. Aber weit von euch weg. Feindmaschine auf unser 7 Uhr tief. Da ist Karaya gerade durchgegangen, glaube ich. Von Dover kommen zwei Maschinen, eine auf 15, eine auf 25. Wegspringt. Gehen wir rein. 3-4 Kilometer südlich. 209 geht die drauf. Dreierkette auf Hallo 25 zu. Und mich ja, der versucht nämlich reinzusteigen. Da steht gerade. Schießt. Dreier, aber Dreier nicht. Lisa auf Hallo 25 mit dem Kanal. Bitte mal die heranrahenden Feindmaschine. Das sind wir bei Blick. Ich beobachte Karaya unten, ja. Das war, das ist glaube ich Libano da mit mir an der Speedy da. Komm auch hinten ran. Das bin ich. Draufgegeben. Wir gehen Höhendeckung hier. Geh's rein. Sehr schön. Hallo. Hallo. Na, dann lass uns abfliegen jetzt, wa? Ja. Ich wiederhole nochmal. Hallo 25 Spitfire, Mittekanal zwischen Dover und Hawkins. Ja. Ich hab gerne alles. Alle, die nur im Kreis fliegen können, die gerne angehen. Bestätigt. Wir blind. Spitfire. Ja, wie du, wenn du bestätigst, ohne. Wer hat Lisa? Ich sehe sie. Komm, auf 25. Einzelne Spitfire auf da war noch ein Hurricane leicht tiefer. Ich weiß nicht, ob es noch da ist. French Point. Hallo, mir folgt eine Spitty. Mitte Kanal auf Hallo 10. Positiv, du steigst gerade flach. Ja, ja, ja. Ja, ja das, ich sehe dich. Bentwick, und noch 9 Sekunden. Halt durch eine leichte Rechtskurve. Mach eine Rechtskurve. Mach eine Rechts, ja, bitte rechts. Okay, über rechts. Ah, ich komme von der Seite. Ich frage nochmal, sieht jemand die Spitty auf Hallo 25 im Kanal? Ich soll ich sie irgendwo hinziehen? Ja, French Point. War da fliege ich doch hin. Okay. Wir sind halt alle hinter dir, Dui. Ja, das ich bin durch. Ah, bricht weg. Sehr schön. Ja. Nee, bleib dran, oder? Nee, jetzt kommt er weg. Du bist frei. Ich komme hinter ihm rein. Ich gehe mal eine ganz weite Rolle rein, bitte. Ja. Verstanden, ja. Dui. Na, ich sehe es gut herum. Nur wir zwei, Dui. Die anderen sind wahllos. Ja, ich halte die Höhe. Nee, wie du, ich glaube, ich bin neben dir. Komm mal deine 2 Uhr nach. Alles klar. Gut, da, wie du, Dui. Ich komme von oben herein, eine 109 hängt noch. Ich gehe mal schnell durch einfach. Ja. Schwer getroffen, rechter Flügel. Rein. Bentwick raus. Schneiden bitte schön, ordentlich schneiden. Machen wir. Draufgegeben auf den Flügel. Weil das er kommt. Der war noch rein. Also ein rechter Flügel muss voll im Arsch sein. Ja, ja, das stolz sich weg. Schneiden nicht. Die fliegen nur hinterher. Schöner Treffer war das er. Raus. Ja, wollte Schütz abhauen. Der geht rein. Hallo. Bin fast schon aus England hier. An dir. Ja, ich habe zwei links neben mir und einen auf meiner 12 oberhalb. Ja, ich suche gerade Dui und Vido. Ich gebe ihn raus. Dann warst du doch frei, als ich dachte.
Gute Nacht, Jos. Kurzer Treffer. Nacht, Jos. Nacht, Jos. Ah, hier Luftkampf, direkt unter uns. Mir ist eine Speedy entgegengekommen, da habe ich jetzt Tedon was mitgegeben und ist abgesprungen. Oh, scheiße. Hängt runter, übernimmt. Ein Treffer und weg. Sehr schön. Ich bin direkt vorne, ja. Bin raus, Dui. Ja, hab's gesehen. Okay, noch eine Rolle hier. Eine Maschine geht da unten weg. Gut, ich kann sie übernehmen. Bin durch. Ja, ich übernehme sie. Oido, Garaya. Oido. Westlich von French Point auf Halo 30 ist da jemand von uns dabei. Also, guter Mitte, du der Bahnhof links, du hier Victor. Rechts. Ich gehe links. Hier sind 77 Leute drauf. Ja, von Sibir 55. Und auf dem ACG 87. Okay, 109 mit 4 Energie hinter uns. Ich nehme das Gas raus. Ne, 78 sind auf dem Attack. Ja, sehr schön. Und jetzt ist er doch so ein bisschen später, gell? Und 41 auf dem ACG. Ja, so misst sie ihn ab. Klappen. Aber da braucht es den Fusion 5 wieder. Oder landen einige davor. ACG ist aber ACG Campaign Server, ne? Also die gerade landen auf Marquis West, bitte auch wieder ein bisschen durchrollen. Mach mal schnell wieder durch. Marquis, fuck you, Chef, bitte. Ich habe Speed. Alter, Benzi. Aber mach mal hier ordentlich Meldung. Mein Nummernschild erkannt. Vielleicht kann dir noch jemand helfen. Ach, glaube nicht. Ich bin rot und am Weg Richtung French Point, Halo. Ich gehe rechts von 35, 40. Was. War das der King? Nein. War das der Riegel? Was? Nein. Henry war's. Henry war's. Hansi hat was. Das immer, ja. Wir sind ja doch noch eine ganz schöne Meute hier. Ja. Ein Jahr, wo Einsatz geht ja noch, oder? Ja. Das Feuer vorne Belohnung, ich hab erst gedacht, dass diese Grafikfehler hier, weißt du? Wo du denn so einen Schimmer in der Hand im Kopf bist. Das sah am Anfang aus so ein bisschen wie so Sonnenspiegelung, ne? Beim ja. Sonnenuntergang oder Aufgang. Also gut, ich spawn mal in der E4B in ein Café und geh mal kurz auf Toilette und dann hoffentlich hat's geklärt, wer die Führung übernimmt und was wir machen. Ja, ich hole schon mal zur Startbahn, dass die Spawnplätze vielleicht wieder frei werden, aber ich glaube, so funktioniert das nicht, gell? Ich glaube, wenn LeBron da steht und nach hinten guckt, dann sieht er immer ganz viele Maschinen hinter sich einfach. Die so alle den Hang runter sind, gell, weil er kein Platz mehr sonst war. So, und ich sag gute Nacht. Viel Spaß noch. Gute Nacht, Luther. Na, gute Nacht. E4B. Café. Bit. Sprit wieder 70er. Und dann nimmst du einfach die Bomben deiner Wahl wieder. Wartet auf mich, ich muss noch landen. Ich werde bei Nissan schnell alle landen gehen. Alle sind, dauert noch sowieso noch. Ich habe gerade noch jetzt vor French Point eine Speedy am Deck weggeknallt. Das war's ich meine. Das ist eine Leckerei. 10 Lennys. Wenn ihr irgendwo den dunklen Himmel seht, dann haben wir sie gefunden. Ansonsten wird es beim Geschwader Treffen abgefüllt. Auf Teufel komm raus. Du wie deine Seele schwarz. Wir stehen mit, der, mit den Schildern, wie du auf Kaffee. Robson ist auch da, ne? Ich erinnere mich dann an einen Geschwaderflug an Gewürzgurken und ein Biermassaker. Okay, der gehört nicht zu uns. Mit Schwangerschaft. So, Hauben zu, bereit machen. Wir waren bereit. Startet mit vorne links. Ich hab die abgeworfen, ich kann die nicht zumachen. Oh nein. Rückkurbel. Auf unserer 11 Uhr sind jetzt 3 Kontakte. Nein, 210 für 10. Aufpassen. Nika, das ist Luftkampf anscheinend bei Boulogne, ja, reingeschaut. Ja, die sind auf unserer 11. Ich drehe leicht über Rolf. Jetzt eher aber gerade runter. 2 von den 3. Karaya fliegt schon direkt hin. passieren uns jetzt auf der 9 Uhr gleich leicht unterhalb. Die ignorieren wir aber. Was? Wem? Ignorieren? Ja, da wird eine 109 gejagt, hat eine in der langen 6, auch eine 109.
Okay. Viel Spaß, ja, tobt dich aus. Schon klarkommen. Ah, da kommt eine Speedy über den Flugplatz da und die wird von den 209ern gejagt. So mit ist der das. Bombe stürzt man schneller. Ja, genau. Ja, ich bin ja noch bei euch. Mit der Bombe stoppt man schneller, ja. Meine Herren, mehr Klasse als Masse. In der Monegasse. Ich glaube, wir haben das JG 52 hier bei uns, da hat irgendwas so einen komischen roten Chevron-Ding. Wir haben unter uns eine 109 mit einer Speed zieht schon Wasser, direkt bei Frenchpoint, bei den Wolken jetzt unterhalb. Ja, wie kann ich sehen die? So, before you wonder, this next bit is going to be shown in external views. The reason for that being that at the time we flew this sortie, I had forgotten to actually record some bits of our flight, which included the very first kill in this particular sortie when a friendly 109 who was not part of our formation flew under our fighter bomber formation with two Spitfires hot in pursuit, and I wasn't in a perfect position to give it a squirt. I broke formation, dove down, still with my 250 kilogram bomb slung under my belly, and I just so happened to instantly wreck the enemy aircraft and kill its pilot, so that was a full kill to my credit. And just after that, just a few minutes later, we actually engaged some ground targets near Littlestone, and that also I also forgot to record that, so that's also going to be shown in external views. From then on out, fortunately, everything else is going to be in first person view again, so enjoy. Ich sag mich an die Hurricane ran. Ich glaube, ich sehe dich, den Bono. Wie geht der bei Holf? Rolf. Da steht eine Spitty im Hangar, ob das wohl eine menschliche ist? Hab sie getroffen? Ich geh mal runter. Greif doch weg. Hangar. Ach nee, der ist gar nicht aktiv, da sind so viele Krater. Der mit der Krater ist nicht aktiv, oder? Wo ist er auch so alles? Ja, doch, da ist sie gerade gestartet, komischerweise. Ah, weiß auch nicht, wieso. Oder sie ist tief drüber geflogen, aber da kam sie her. In dem Bahnhof darf ich auch drauf gehen? Bitte, bitte, ich ziehe sie schön. Also, was heißt ziehen? Sie versucht mir nachzusteigen, aber es ist lächerlich.
Ja, ich habe noch eine Victor auf. Ich weiß nicht, ob die das alles wird Design auf Hallo. Also, da ist eine gelandet. Ah, da ist gerade unter uns eine durch. Durch. Der Platz ist ja, Victor, aktiv. Ich habe es gesehen. Leider zu spät. Also, das heißt, eine startet unten gerade, wenn jemand sich schlagt. Landet. Oh, landet, sorry. Ah, der Hangar hat getroffen. Ah, du hast die Abschlussfreigabe, alles klar. Oh. Kling, das war's. Passt verdammt auf die Flak auf. Also Kling war jetzt nicht nur phonetisch, sondern der heißt so. Kling. Ah, check it. Klang. Hohes Spitfire auf Hallo 15 über Lymp direkt in der Rolf-Kurve. Achtung, 109, Rolf 15, Lymp 6. Der Stellung, ich oh ja, Victor, die da unten, der Linse jetzt ist Vorsicht, saust vorbei, gut. Ja, das war ich. Durch. Ja, die Saus zwischen uns wird jetzt auf mich gehen. Ich zieh mal über Rolf. Runter, wenn's geht. Ich bin noch niedriger unter euch. Kann noch nichts machen. Ja, durch, schädet zu hinten. Ja, ist erstmal vorbei. Victor, ich halte mal den Kurs. Ich gehe mal runter drauf. Ja, lass dir Zeit, ich halte den Kurs. Ja, ist nichts. Schade. Ja, jetzt. Na, nicht immer so überhastet. Die kommt jetzt an eine zweite, eine 109. Ja, eine 109 zieht die Speed jetzt. Das bin ich doch. Ich gehe mal in der Rolf runter. Gut. Ich level aus. Beziehungsweise fliege gerade nach unten. Hängt die 109 noch? Sag mal was. Ja, die hängt noch. Die Speed noch, ja. Hängt noch. Ja, die 109 meine ich. Die 109 ist auch noch dahinter, aber... Ja. Das war nicht mal zu weit von dir. Ich muss hier stark kurven jetzt. Kannst du über Lisa? Zu spät. Ja. Bin direkt schon jemand anders dran. Ja, aber ich der macht mich neu, geh gleich rein. Ich geh rein. Bin auch noch ein bisschen weg. Oh. Becht. Ist Dui frei, kann das sein? Ja, Dui ist frei. Ja. Dui frei. Danke. Dann lass uns, also klar, die müssen noch weg, aber lass euch alle die frei sind, mach mal Höhe. Und die zwei gehen auf die Spit, die wir gerade sehen. Victor Lebano macht Höhe. Raus aufs Wasser, bitte. Raus aufs Wasser, direkter Weg. Da kommt uns einer entgegen auf Hallo 10, wie es aussieht. Auch von English Point, nassen Fußes. Check, riskier nicht zu viel, lass einfach ab von der, ja? Ja, ich bin gleich dabei mit. Ja. Wer ist noch dran? An der ich stütze von oben rein gerade. Okay. Die zieht, die wird gerade gezogen Richtung Wasser raus. Aber außer Schussreichweite, oder? Heiz dreht sie weg, Victor. Ja, schön. Weiß nicht, ob ich getroffen habe. Ich glaube nicht, leider. Ja, ist jedenfalls weggebrochen. Ja, ich halte auf English Point, dann machen wir ein bisschen Höhe. Dui, auf unserer 11 Uhr tief sind das Schiffe. 11 Uhr tief? Negativ zwei Kontakte. Die können wir uns ja mal anschauen, leicht über Lisa. Die sind auf Hallo 0, kommen jetzt auf ab, Lund Corrido. Zu. Corrido. Vielleicht Corrido, noch 3 Kilometer gesehen, über Wasser. Super. Entweder jagen die sich oder die fliegen in einer sehr schönen Formation, ja. Ja. Ich glaube aber eher Ersteres, oder? So, was ist es? Hm. Ah, es ärgert mich, dass ich jetzt die eine Speed da nicht zwei drauf habe. Ich denke mal Deutsche. Welche denn mit der Bombe? Ja, wo ich nur die Bombe dran gehabt habe, wo ich einfach drauf gestützt bin. Das habe ich leider Achtung, nicht aufgenommen. An Plenies, zwei Stück auf die Küste fliegen. Ja, ca. 10 Kilometer, 5, mehr weniger, 3 Kilometer Plenies vor Lymp. Plenies sind es, Victor, keine Deutschen. Hast du kein Shadow Player? Deck. Hallo 0, dann gehen wir drauf. Nee, ich habe vergessen, die Aufnahme drauf zu drücken. Ich stürze auch gerade rein. Victor, gehen wir rauf. Ich gehe auf die hintere rechts. Okay, dann gehe ich auf die vordere. Das wird ein 90 Grad Winkelschuss. Bei mir auch. Dito. Lebano, kannst du auf die vordere gehen? Positiv. Geschossen bin durch, vorbei, oder ich weiß ihn doch. Oh, aufpassen. Ich gehe direkt wieder rein. Ah, bin auch vorbei. Hab ich drauf gegeben. Ach, 21 Euro nicht viel. Hab gekriegt. Auf welche? Wer ist noch frei? Ich baller auf alles, was du kannst. Rammt euch nicht weg. Ich geh auf die hintere nochmal. Dann geh auf die hintere. Ja, vordere. Ich mach Höhe, ich bleib über euch. Komm jetzt rein, bin im gleichen Schuss. Ich. Etwa Lisa. Oh, schön. Bin raus. Kommen jetzt auch bei der vorderen, da hängt noch eine 109 dahinter. Ja, oh, zweite auch schön. Nicht rammen. Mit Energie raus, 109. Lebano raus. Ja, ich bin auch raus. Ui, Gott. Was sag ich denn, Jack? Boforsk. Oh, Mann. Ich geh nochmal auf die vordere hier. Vordere ist kaputt. Vorsicht, Spitfire hier. Auf unserer Höhe, am Deck, Spitty hier am Deck. Vorsicht, euch über Wasser raus. Alle 109er, die über Lisa gehen, checkt eure 6. Ja, ich seh sie. Zieht euch über Victor. Wasser bitte raus. Ich komm mit Energie dann rein gleich.
Ich sehe es ja auch, sie steigt gerade hoch. Da bin ich gleich. Ja. Im Moment hat keiner eine 6 von der. Gut gemeldet, Kai. Sehr gut gemeldet. Super gesehen. Richtiger Moment. Ich gehe drauf auf die Split. Von hinten dran. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es auch. Ich versuche zu euch zu kommen. Achten wir auf die Flak, ja? Ja, wenn kein, bitte eine Höhe wieder machen, wäre gut. Ich habe nicht so gut. Ich habe Sicht auf die Speed verloren. An der Küste genau. Ja, ja, ganz Küste tief, ganz tief. Gehen jetzt gerade über Rolf. Rein. Ich gehe jetzt auch drauf, frontal. Treffer mitgegeben von 90 Grad. Ja, schön da, ja. Wow. Au. Auch einmal drauf gegeben. Gut. Ich glaube, da hat mich einer getroffen, aber egal. Ich bin drin. Die geht ab. Ja, gesprungen. Die ist drin, abgesprungen. Sehr schön. Dann wieder geht Höhe, ab. Wieder raus aus Wasser. Hier ist noch eine Spit, hier ist noch eine Spit, zieht eine 109 hinterher im Steigflug. Höhe. Oh, ich sehe sie an. Ah, Richtung, ja, ja, ich gehe runter. Ja, sehe ich. Wer ist das, der die dran hat? Dui. Ja, ja, Victor. Ich kann da leider. Komm, ja, ran. Ich bin frei, ich bin frei erstmal. Ah, Lebano hat Sicht. Ja, ich halte ja, das zieht weg, dran. Zieht weg. Zieht er sogar weg? Ich bin hinten dran. Oder? Naja, er folgte noch, aber er ist auch, weit ja. Weg. Aber gut, sehr finde ich gut. 100 Mann kommt gerade dahinter rein. Ja. Speedy bricht weg. Jo. Danke. Sich gerade weggestallt, ich komme dahinter rein. Ich mach wieder Höhe. Wir haben noch einen höheren Kontakt vor sich, in meiner 6 rankommt, auf Hallo vielleicht 15. Ich weiß, ob das einer von uns ist. Treffer. Was ist jetzt? Ich geh nochmal rein. Oh, es stolz sich weg. Boah, ich glaube, nee. Eine Feindmaschine. Haben wir einen noch auf Hallo 15? Der hat kein Quer oder anscheinend ist drin. Nein, ja. Horido. Horido. Das ist doch eine Feindmaschine, oder? Was? Vorsicht. Wo? Hallo 13. Folgt jetzt einer in der Rolf. Was ist es? Ja, Victor, Spitty. Zwei Stück auf Hallo 15. Eine kriegt 6. In der Rolf. Steigen, bestätigt, stark. Bestätigt. Achtung, 6 checken über Rolf. Ja. Alles falsch gemacht. Und Anneliese auch. In der Luft. 15. Runter da euch. Oben. Okay. Runter. Ja, ihr habt es gefragt, dass die Spitty jetzt am meisten sogar Energie hat, obwohl ihr davor viel mehr hattet. Okay, ich brauche erst Höhe, ich werde mich mal in Richtung Fenchpoint hier rausziehen. Wer ist denn das? Sag doch mal was, wäre mal schön zu wissen. Ja, vielleicht keiner von uns wahrscheinlich, oder? Okay, mein das ich kann nee. Sein. Ja. Die Speedy hat aber selber auch eine 109 dahinter. Ja, ja aber ja. Nicht mit wirklich Energie. Also, jetzt bricht es aber weg. Lass uns nur runterkommen. Ja, ich mache in der Zeit Höhe, bin auch schon auf über 20. Angeber. Spaß. Ich will auch. Ja, ich drehe jetzt auch ein, dauert aber noch ein bisschen. Die Spitty ja, ist übrigens Spitty kurft mich immer hart Rolf. Über Wasser. Hallo. Hallo 25. Ja. Wer hängt da jetzt noch hinter? Ich glaube, keiner von uns wieder. Wir haben einen Kondensler über uns. Wuhan, da kann er ruhig bleiben. Keiner von uns, gell, der fließt gerade. Nee. Naja, ich versuche mal mein Glück. Oh, du hast es gehört, der hat ja, schön. Der macht nicht mehr viel. Das war Glück, Louis. Also können, meine ich. Ja. Gekonntes Glück. Gekonntes Glück, gekonntes ja. Können. Ja, wie? Ich warte es nicht, glaube ich, mit dem Öl. Nee. Du hast gesagt, du versuchst dein Glück. Du warst es jetzt. Achso, das? Leugnen das nicht. Ja, nein. War nur überlegen, ob ich zwischen die beiden durchschießen soll, aber hab's dann mal lieber nur so ganz leicht gemacht. Oh, hier kommen weitere Ruhe rein. Vorsicht, Spitfire stürzt rein in den Luftkampf. Nee, bleibt jetzt erstmal oben auf Hallo 20, fast über dem Luftkampf. Geht jetzt hoch. Hallo 25, auch noch was drauf gegeben. Hallo 30, oh ja, ich sehe, Hallo 30 ist genau über mir, scheiße. Ja, und da drüber ist noch Kondens. Okay. Spitty hat jetzt auch Wasser. Die ja, ich mal euch, komm, stürzt jetzt gerade die Spitty runter. Ich weiß nicht, ob es auf euch geht. Ja, geht oh auf Gott. Ja, das ist die Kondens. Das ist die Kondens. Inhalisa. Jo. Glück gehabt. Okay, ich komme ran. Ah, ja. Ja. Ich bin für heute raus. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao, King. Guten Abend, King. Gut. Tschüss, King. Ach, war das nochmal herrlich, jetzt der letzte Einsatz. Für mich war es jetzt auch der letzte. Ja, für mich auch. Definitiv muss aufhören, wenn es schön ist, gell?
Kek. Gleich Kongo. Und Dui, war es jetzt schöner als gestern, was meinst du? Ja, das kann man nicht vergleichen, gell? Gestern war es auch sehr viel. Das darf man gar nicht sagen. Natürlich werden wir keinen der Abende vergessen. Nein, nein, für ewig haben sie sich in unser Gedächtnis gebrannt. Huppla, uiuiuiuiui. Da habe ich aber den Boden verschätzt. Aber nichts passiert, oder? Das habe ich in Realität zum Glück noch nie gemacht. Ja, da hat noch real auch ganz andere Sinne, oder nicht? Ja, irgendwie schon. Jetzt ist es manchmal echt schwer, die Höhe abzuschätzen, aber irgendwie eben nicht. Ja, gut. Okay, ich bin über Rolf raus. Über Rolf, Viktor. Ich Rolf auch. Schauen wir mal, wer hier noch nach Hause kommt. Kopsen ist ja auch noch irgendwo, gell? Ich bin noch über French Point auf Hallo 50. Anflug ist frei, Bahn und kreuzt die Bahn. Sogar. Wenn du willst, kannst du auch. Oder mach mal zum 1 hopsen. Ja, ich warte jetzt noch ab, da wird ja nichts mehr passieren, oder? Weil das dann komm ich auch runter. So, der Bahner Augen nach links. Guck mal, wie perfekt ich stehe. Ja, sieht ja schön. Boah, hab ich Glück, da ist ja. Ich komme gerade bei Marquis rein und da ist doch noch eine Blenheim bei French Point. Oh, ist das guck schön. Mal, die Halluzination, wie lebhaft sie in seinen Augen glühen. Ist das schön? Das könnte doch extrem schön werden hier. Könnte, wie gesagt, konjunktiv. Oh, jetzt ist der Motor alle, der fritt alle. Alter, sagt Kongo. Oh krass, du fritt leer. Ich denke schon, hä, warum ruckelst du auf einmal? Juckel mal so vor und zurück in deinem Sitz. Schöne Landung, und was ist da? Schöne Landung. Boah, das war bei dir fast eine Landung im Stehen, Robson, oder? Ja, ich bin einmal kurz gehoppelt. Ja, aber dann fast gar nicht aber mehr ausgerollt. Aber tatsächlich, ich bin ja wirklich beim... Und wer kreist da oben? Da warten wir noch auf Karaya, ne? Sind wir dann vollzügig? Karaya ist noch ein bisschen tot. Ja, das dauert 10 Sekunden, dann ist es wieder unten. Stimmt. Ich habe aber keine Kanonen mehr, leider. Ach ja. Da reicht noch die Plätze, die Brennen zu schießen. Aber alle Kill. Oder so. Kennst du es ja auch noch da. Oh, schön, das Rollen kann der Walters aber. Sehr schön. Das ist ja echt perfekt eingeparkt. Guck dir das mal an. Wir haben jetzt drei Kontakte übrigens auf der Seite. Stimmt, reinkommt. Ja, ich kann den Kopf kaum sehen. Dort vorne das gar Gesicht. Nicht Wasser. Das Gesicht von dir, Wasserkühler, so ein Schwein. Naja, dir kann nichts passieren. Außen, aber Kala, der Gunner ist gekillt. Und ja. Es brennt die Maschine auch. Dui, wohnst du in der Hausnummer 14? Nein. Hast du den 14. Geburtstag? Ja, irgendwie vor. Ah ja. Man kann die Seriennummer, gell? Sieht man die überhaupt? Ja, natürlich sieht man die locker. Weil die 3721? Nee, oder? Doch, deine Seriennummer ist nur 14. Ja, und deine? Meine ist eine historische Werknummer, nicht dass du da jetzt irgendwelche Rückschlüsse ziehst. Ja. Ist eine wirkliche E4B gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei der Säfte gar nichts. Also ich bring von mir, ja, habe ich gesagt, 4 Liter mit, dann zu Jos. Genau. Ja, cool. Ja, gut, ich meine, klar, wenn du da verplant bist, ansonsten hätten wir es vielleicht mal machen können, dass wir abends nochmal irgendwie treffen können oder so, oder nachmittags ein bisschen die Stadt angucken, dann zusammen gemütlich einen trinken oder so. Aber so, wenn du mir was abpacken würdest, das wäre super. Ist die eine Woche vor unserem Jost-Treffen? Ja. Ja. Nee, 2 Wochen vorher, glaube ich. 2 Wochen. Ja, Karai, dann überleg dir doch mal, ob du nicht auch noch mit nach, steigst du gleich bei Lebano in den Zug und dann fährst nach zum Jos. Kannst du bei mir übernachten? 2 Wochen lang. Ja. Ich hab Semesterferien. Ich muss ein bisschen Hausarbeit schreiben. Nicht weg. Ach, guck mal, wie herrlich. Jetzt parken wir doch alle schön. Ja, richtig geil. Für einen Einsatz. Das ist obligatorisch, oder? Vorhin damals hätten wir das wirklich gemacht, Alter. Was? Schon enorm eigentlich, oder?
bin leer. Nee, das war's bei dir von der Bahn. Ja, ja, ich hatte. Da warst du aber fleißig am Ballern. Ich war sehr fleißig, aber guck mal die Abschusszahlen. Von der Pläne habe ich irgendwie anscheinend nichts bekommen. Oha. Jetzt kommen die richtigen Angeber. Der King of the Block. Ja, Mensch, cool. Was war das für ein schönes Geschwaderflugende? Dann machen wir doch direkt nochmal einen neuen Geschwaderflug, oder?